Willkommen zurück, Leute, zu World of Warcraft. Ja, da sind wir wieder mit der kleinen Nachtelfe Alexiel. Ich habe mein Interface endlich hier jetzt auch wieder angepasst. So sieht es auch aus, wie ihr es eigentlich kanntet. Ich war total verwirrt, wie ihr wahrscheinlich offensichtlich bemerkt habt, weil ich den Charakter neu erstellt habe und dann hat das Programm halt einfach alles wieder auf zurückgesetzt. Und man konnte aber eigentlich, habe ich rausbekommen, einfach das übernehmen, das alte Modell ins neue. Aber da ich das jetzt noch nicht erlebt hatte, wusste ich das nicht. Und jetzt sieht es auch wieder so aus, wie ich gerne spiele. Noch sind die Leisten alle leer. Die werden sich noch füllen, wenn wir mit dem Charakter leveln, mit neuen Fähigkeiten. So, wo ist denn die Tusnelda? Kommt die jetzt ran? Komm mal her. Uschi. Ach, da steht sie unter uns da. Ihr seid gekommen zur Hilfe, Alexiel. Lass uns eine Weile zusammenbleiben. Hallo. Die weite, weite Welt. Ja, ich sehe, ihr habt mich gefunden, Nachtelfe. Denn Taria war weise genug, euch zu mir zu schicken. Ihr bekommt 40 Kupfermünzen und 190 Erfahrung. Das beenden wir natürlich. Die Schrift ist jetzt, finde ich, auch schöner zu lesen als vorher. Dann ist die immer so klein und halt von der Schriftart auch angenehmer. Also es ist halt mein Interface, das kann sich ja jeder selber machen oder er lässt es halt im Original. Bei mir sind zum Beispiel meine Taschen, der Rucksack auch noch im Original, weil ich das ganz schön finde. Wenn es auch noch spielangepasst ist. Die anderen Funktionen finde ich aber auch relativ übersichtlich und individuell angepasst, wenn man das mit diesem Ivui oder wie auch immer das heißt, Programm macht. Aber das ist, wie gesagt, jedem selber überlassen. Ich hatte gehofft, niemals wieder wegen solch düsterer Angelegenheiten nach Tel Drassil zurückzukehren. Ich hoffe, dass hier die Verderbtes inzwischen vollständig ausgerottet sei. Etwas Schändliches geht um. Diese Spinnen leiden viel stärker unter der Verderbnis als alle anderen Tiere der Umgebung. Sie werden zu einer Gefahr für mein Volk und zu einer Gefahr für den Wald. Wir müssen ihre Anzahl dezimieren, aber noch wichtiger, wir müssen die Quelle der Verderbnis finden, die sie plagt. Ich werde mit euch kommen und euch in dieser Sache unterstützen. Töte 12 Waldweberspinnen. Jawohl, machen wir. Kriegen wir locker hin. Der Biss der Natur. Okay. Müssen wir die einsammeln? Ich loote, also ich sammle jetzt die Sachen auch automatisch ein. Das ist ganz gut. Dann muss man immer nicht extra klicken. Das habe ich jetzt auch mal angemacht. Das finde ich recht angenehm. 2 von 12. Uns helfen hier diese Blumen. Wunderbar, 3 von 12. Eine so tiefgreifende Verderbnis kann nicht von außerhalb herbeigeführt worden sein. Okay. Nicht von hier. Wir wissen noch nicht, was mit der Welt los ist. Wir sind noch ganz am Anfang unseres Abenteuers. 4 von 12. Mit unserer Begleiterin hier, die uns hilft. 7 von 12. Ich trauere ob der Scheußlichkeiten, die wir begehen. Naja, kann man mal so ausdrücken. Von 12, gleich haben wir es schon. Ein paar von diesen ekligen Spinnen müssen wir einsammeln. Das ist schön. Ich bin runtergeknallt. Aber die kriegen wir hin. Jetzt muss leider mein Begleiter eine Runde laufen. Deswegen bin ich hier gerade ohne Begleiter. Er kommt, aber der kommt. Kriegen wir hin. Komm mal ran hier. Wo bist du? Da kommt er. Oh oh. Jetzt habe ich langsam ein Problem. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt werde ich bestimmt gleich sterben. Ja, schön. Oh, wäre ich mal nicht runtergefallen, bin ich mal wieder tot. Ich doofe. Das war nicht so gut. Ja, das Problem ist, am Anfang kann man sich noch nicht wirklich so heilen. Man kann noch nicht sich gerade totstellen. Das kann man eigentlich, wenn einen so mehrere Gegner angreifen. Will ich eigentlich lang? Nicht da lang.
glaube ich. Laubschattental, das klingt gut. Immer dem roten Pfeil nah. So weit war das ja nicht weg. Aldrassil, da vorne ist es. Ab in die Höhle und dann sind wir gleich wieder da. Und wenn man sich totstellt, ist es halt eigentlich so, dass man dann, dass diese Gegner dann auch von einem ablassen. Natürlich meistens keine Spieler oder so, sondern halt die Spielgegner. Nicht die PvP-Leute. Die Spinnen hätten mich dann wahrscheinlich in Ruhe gelassen, weil sie gedacht hätten halt, ich wäre tot. Ist voll tricky und so. Jetzt muss ich da aber runter oder was? Ich will aber nicht da runterfallen. Wo bin ich eigentlich runtergefallen? Bin ich gar nicht. Konnte man hier runterfallen irgendwo? Anscheinend schon. So. Wo ist er? Da ist er. Die Katze, die noch keinen Namen hat. Ja. Man könnte sich an denen auch vorbeischleichen. Aber nur im Stehen geht das. Dann kann ich mich nicht bewegen. Das ist doof. Vor allem haben die mir hier auch nicht gerade toll geholfen, muss ich sagen. In dieser brenzligen Situation hätten die auch mal kommen können, die Tussnell da. Aber nein, dann hingen die da oben irgendwo. Sie mit ihren Blumen. Ich habe kein Ziel. Ja, ich habe kein Ziel. Da klingt die Blutelfe echt schöner, muss ich sagen. Wie weiß sie hier auch drin aussieht? Naja, komm. 11 von 12. Dann haben wir es. Sieh zu, sieh zu. Eine so tiefgreifende... kann nicht von außerhalb herbeigeführt worden sein. Was so. Ist der Ruf der Natur? Die Verderbnis, unter der diese Spinnen zu leiden haben, ist nicht nur oberflächlich. Es kann weder Magie sein, noch unterschwellige Böswilligkeit. Es ist in sie hineingezüchtet worden. Es ist offensichtlich etwas, was unsere nächste Aufgabe ist. Ach so, ja? Nächste Stufe, Stufe 4. Wenn diese Spinnen alle schon mit der Verderbnis in ihren Adern geboren wurden, dann muss ihre Brutmutter die Quelle dieses Bösen sein. Brechen wir auf in den äußersten nördlichen Winkel dieser Höhle und suchen wir Giftlys, die Üble. Sie trägt die Antwort, die wir suchen, in sich. Wie heißt sie? Gittis. Gittis. Und die töten wir jetzt. Och komm, jetzt... Gibt es Ärger? Ja, gibt Ärger jetzt mit der Spinne hier. Reicht mir jetzt langsam mit dir. Ach ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Also ja, habe ich natürlich. Aber für alle, die jetzt gerade neu reingucken oder so, spiele ich halt auch noch nicht so lange. Also erst so seit einem Monat oder so. Und... hier geht's auch nach oben wieder. Das ist doch schön. Wahrscheinlich ist sie aber eher unten, oder? Aber da sind Eier. Ich brauche ein Ziel. Komm, ich brauche ein Ziel. Also wenn irgendwie ich was nicht weiß oder nicht gut mache oder wie auch immer, dann verzeiht es mir bitte. Weil ich bin jetzt hier kein jahrelanger Pro-Gamer in World of Warcraft. Also ich mache das hier einfach nur aus Spaß. Und so gut ich eben kann. Ja? Da ist sie doch, die Gittis. So, mach sie fertig, Katze. Und Tusnelda, du bitte auch. Ich brauche ein Ziel. Ja, dieses Totem hat die Eier verdorben. Anscheinend lauert eine noch größere Gefahr. Die Knatzklauen bleiben von etwas überaus Korruptem befallen. Was ist der Ruf der Natur? Kannst mal stehen bleiben. Ah, die weite, weite Welt. Gittis und ihre Brut wurden von diesem Totem verdorben. Dies ist ein Totem der Furbolgs. Dies ist tatsächlich sehr beunruhigend. Das bedeutet, dass die Knatzklauen noch immer eine Gefahr für diesen Wald darstellen. Wir haben uns zu früh sicher gefühlt. Achso, ich muss eine Belohnung auswählen. Dann, ja, nehme ich mal den Umhang hier. Der scheint besser zu sein. Oder so. Apropos, haben wir eigentlich schon was, was wir anziehen können? Wir haben uns ja noch gar nicht hier... Das ist das, was wir schon haben. Können wir den Umhang einfach mal nehmen? So hässlich er auch ist. Das kommt halt alles erst noch. Wir haben aber Heilkraut, merke ich gerade. Wir haben Heilkraut. Das ist gut zu wissen. Ich packe das Heilkraut mal erstmal hier rein. So, oder ich mache das mal hier oben hin. Du solltest das jetzt gar nicht essen, du Uschi. Jetzt werden wir hier gleich angegriffen. Geh mal weg, hier.
Ach nö. Jetzt kommt sie nochmal. Aber vielleicht fällt dann zufällig was anderes Schönes. Müssen wir sie nochmal töten. Hier sind auch noch ganz kleine an der Seite hier unten. Ja. Ach toll. Aha, aha. So. Ja, irgendwas Schönes bekommen. Nee, ne? Den Handschutz vielleicht einfach mal nehmen. Das wäre doch mal was. Dann haben wir wenigstens einen Handschutz. Hallo. Hallo. Anzeichen der Dinge. Dida. Komm. Achso, Dida, kommen werden, Dida. Es ist Dida. Ich werde der Spur der Knasklauen nachgehen und diese Verderbnis bis zu ihrer Quelle folgen. Falls ihr jemals Atridas Bärenfell in Dolanar begegnet, er weiß über die Probleme dieses Waldes genauestens Bescheid und er kann euch raten, wie ihr weiterhelfen könnt. Ich bin mir sicher, dass wir uns wiedersehen. Vielleicht könntet ihr mir dabei helfen, die Quelle dieser Verderbnis zum Versiegen zu bringen, sobald wir sie ausgemacht haben. Jetzt werde ich zurück nach Dentaria bringen, sodass ihr eure Ausbildung abschließen könnt. Habt Dank für alles, was ihr für uns getan habt, Alexiel. Das nehmen wir natürlich an. Werden zurückgeportet und sind jetzt bei den Tarier. Sei mit euch. Anzeichen der Dinge, die da kommen werden. Ihr seid zurückgekehrt. Es ist gut, dass ihr hier seid. Es scheint, ihr habt die Quelle der Verderbnis erfolgreich bekämpft, die große Teile des Laubschandtals bedroht hat. Tedras hier leidet noch immer und bedarf weiter an unserer Aufmerksamkeit, aber wir können einen Augenblick dafür aufwenden, eure Ausbildung hier im Laubschandtal abzuschließen. Das machen wir natürlich. Teldrassier hier Krone von Azeroth. Als Teil des Abschlussrituals eurer Ausbildung hier im Laubschattental werdet ihr etwas über unsere jüngere Geschichte erfahren. Dafür müsst ihr eine Aufgabe erfüllen. Geht zum Mondbrunnen im Nordosten und füllt eine Fiole mit seinem Wasser, während ihr dort seid. Werdet ihr einen flüchtigen Augenblick unserer Magie zu Gesicht bekommen und etwas über unsere Vergangenheit erfahren. Wenn ihr dort fertig seid, bringt das Wasser zu mir zurück und ich werde euch weitere Anweisungen geben. Das machen wir natürlich. Der Mondbrunnen liegt im Nordosten. Auf der anderen Seite ist teils ein Hügel hinauf. Ja, okay. Dann weiß ich das ja jetzt. Mit unserem noch nicht so wirklich schönen Outfit geht es los. In die Wälder. Zurück. Mit der traumhaft schönen Musik. Der Rucksack kann mal ausgeblendet werden hier. Und ja, dann genießen wir die Lauferei. Zu dem geheimnisvollen Brunnen. Hier haben wir auch schon die Kristallfiole, die wir benutzen werden. Überall kleine Rehe, die sich entzückt freuen. Schön Gegend, da ist der erste Brunnen. So, jetzt füllen wir den. Zip. Vieles hat sich für unser Volk geändert seit der Schlacht um den Hyjal. Da ist irgend so ein Typ aus dem Wasser gekommen. Nordrassil ist nun ein schwacher Schatten dessen, was er einst war, wurde doch seine Macht genutzt, um Archimonde zu vernichten und die brennende Legion zurückzutreiben. Unsere Unsterblichkeit, die Essenz unseres Daseins, ging verloren. Der Verräter wurde aus seinem Gefängnis befreit und Shando Sturmgrim verschwand im smaragdgrünen Traum. Eine dunkle Zeit für alle. Okay. Weiß ich Bescheid. Ja, geht es wieder zurück, kleine Rehlein? Alle überhaupt nicht scheu hier. Warum auch? Ist ja alles so friedlich hier. Da kann man einfach zurecht springen. Kleine Frösche quaken. Sie schwimmen auch immer wie so eine Seejungfrau. Gar nicht mit Händen, wie man eigentlich besser vorankommt. So. Ich bin geehrt. Unsere jüngere Geschichte ist voller Zwietracht und Gewalt. Es gibt noch immer viel, womit wir uns arrangieren müssen. Gut gemacht, Alexia. Ihr habt noch eine Aufgabe für euch, bevor ihr vom Lautschattental zur offenen Wildnis von Teldrassil reist. Was denn? Und zwar wertvolle Wasser, Tenar und Sturm. Gewalt überwacht alles, was in diesem Tal geschieht. Er hat seinen Wohnsitz auf der Spitze Aldrassils. Es war wundervoll, euch kennengelernt zu haben, Alexiel. Ich bin sehr stolz zu wissen, dass unter den jungen Nachtelfen auch solche sind, die so selbstlos und voller Leben sind wie ihr. Sind. Ihr werdet große Taten für unser Volk vollbringen. Ihr werdet große Dinge in dieser Welt tun. Mögen wir uns bald wiedersehen. Bringt die gefüllte Kristallfilo zu Tenard und Sturmwall auf der Spitze von Aldrassil im Lautschattental. Das nehmen wir natürlich an. Leiten. Machen wir.
Die Rampe nach Adressi kann man da drüben gerade so ausmachen. Umgeht sie und trefft Tenaron auf diese und auf der Spitze. Okay. Ja, ich soll aber da lang. Da ist die Rampe. Okay. Nicht in die verkehrte Richtung laufen. Das kann ärgerlich sein. Das Schlimmste ist, wenn man stirbt, finde ich. Wenn man dann so richtig blöd stirbt und dann total doof irgendwie den Weg wieder zum Leben zurückzufinden. Man kann sich natürlich auch richtig wiederbeleben. Das kostet aber... aber wenn man jetzt selber da wieder zurück will, wo man gestorben ist... Oh Gott. Da habe ich ja schon gefühlte Stunden mit verbracht. Also... dann auf so irgendeinem Berg ist und dann fällt man runter und steckt in so eine Spalte und da gibt es aber keinen Weg hin und dann da wieder zurück. Geil. Tja. So, ist jetzt hier was Quatsch? Nee, versteht mich nicht falsch. Ich bin dankbar, dass Shando Stumre zurück ist, aber es ist schon alles sehr merkwürdig, was mit Fandral passiert. Ja, finde ich auch. Ganz komisch hier, Leute. Von heute. So, da ist er ja schon. Grüße, Jägerin. Was führt euch hierher? Wertvolle Wasser. Die Mondbrunnen enthalten die Wasser des Brunnens der Ewigkeit, der uralten Quelle der Magie, die so viele Schrecken über unsere Welt gebracht hat. Die Druiden nutzen die Eigenschaften des Wassers, die Schildwachen verehren die Brunnen als Schreine der... Entschuldigung, der Elyn. Und jetzt richten sogar die zurückgekehrten Hochgeborenen sehnsüchtige Blicke auf die Brunnen. Na, so war's. Ihr habt also den ersten Teil der Nachwirkungen von der Schlacht am Hyjal erfahren. Es gibt noch viel mehr für die euch zu erfahren und die Aufgabe, die ihr hier begonnen habt, wird sich für den Rest eurer Reise durch Teldrassil bis nach Darnassus fortsetzen. Yeah, Stufe 5. Es gibt noch mehr, was ich euch über die Mondbrunnen erzählen könnte über Dreldrassil, aber ich muss euch nun fortschicken. Koritas Mondzone wird euch erwarten. Ihr habt die Fiole mit dem Wasser, das ihr gebracht habt, in dieses Gefäß gefüllt. Sucht nach Koritas, ihr findet ihn am Mondbrunnen in Dolanar. Folgt der Straße südlich von Aldrassil aus dem Laubschattental hinaus und geht weiter entlang der Pflastersteine, wenn sich die Straße nach Westen wendet. Achtet aber darauf, auf der Straße zu bleiben, Alexiel. In den Wäldern lauern neuerdings gefährliche Ungeheuer. Okay. Nehmt den Segen der Umarmung des Windes mit euch. Er soll euch einen Abstieg von Aldrassil etwas direkter gestalten. Kann ich jetzt einfach runterjumpen oder was? Hui, kann ich jetzt hier einfach runter juxen? Oder sterbe ich? Na, das ist ja cool. Wie tief kann man fallen? Habe ich sogar einen Erfolg für bekommen. Habe ich auch noch nie gemacht hier. So, mit so einem Windzauber. Das ist ja cool. Hätte ich auch auf der anderen Seite runterfallen können? Wäre wahrscheinlich schneller gegangen, ne? Nase. Jetzt kann ich wieder so eine Runde laufen. Aber ich weiß nicht, ob... Nee, ich glaube, hinten ging es gar nicht raus bei ihm. Ja, dann hat das ja geklappt. Kleine Rehlein, ich muss euch leider hier an der Stelle verlassen. Ihr Süßen. Da fällt mir ein, so ein Pet kann ich mir doch bestimmt beschwören hier. Oder nicht? Hier, Pets habe ich ohne Ende. Meine Haustiere. Wo ist denn Fips eigentlich? Muss mal meine, hier ist Fips. So, Fips ist dabei. Wo ich bin, ist auch Fips. Mein Eichhörnchen. Hallo. So, und da geht auch schon ein Weg lang. Den laufen wir natürlich. Gar kein Problem. So. Wo geht's denn eigentlich lang? Da ist doch gar keine Straße. Muss ich doch da lang. Oder? Genau entgegengesetzt? Nein. Vielleicht führt die Straße da, ach, die führt doch auch nach rechts. Dann bin ich ja wieder auf dem richtigen Weg. Hoffentlich gleich. Weiß nicht, kann man da auch schon mal... Wir können ja da mal einmal reinlaufen, nur um mal zu gucken. Hier hängen auch gerade zwei ab.
Und hier kann man auch was lernen. Aber das können wir noch nicht. Wir sind noch gar nicht gut genug. Da ist zum Beispiel eine Jägerlehrerin. Die sieht auch schon etwas besser aus als ich. Aber das ist auch nicht schwer. Und hinterher werden wir so cool aussehen. Da werden wir ganz viele tolle Outfits haben. Und das macht mir sehr viel Spaß, die auch immer zu ändern. Kann man ja machen. Also warum nicht? So. Da kommt ein Ausrufezeichen. Das nehmen wir natürlich noch mit. Am Anfang brauchen wir ja eh ein bisschen Zeit zum Leveln. So. Wer ist denn Portanius? Lieferung für Dolana. Seid mir gegrüßt, Jägerin. Könnt ihr mir helfen? Ich habe ein Päckchen Kräuter, das in die Stadt Dolana liefern muss. Aber ich habe noch etwas mit den Ruinen des Laubschattentals zu regeln. Kann nicht weg. Könnt ihr das Päckchen für mich zustellen? Es muss zum Gastwirt Kildamir im Gasthaus von Dolana. Das liegt an der Straße nach Süden. Ja, okay. Das machen wir natürlich auch noch. Teldrassil, Territorium der Allianz. Entdeckt Teldrassil, dafür bekommen wir eigentlich auch genau. Oder auch nicht. Bekommen wir dafür keine Erfahrung? Oh. Den haben wir hier. Eine Eule. Eine Eule. Mäule. Aber ich bleibe bei meinem Tiger, bei einer Katze, der noch keinen Namen hat. Vielleicht könnt ihr ja mal überlegen, wie er heißen könnte. Oder ich denke mir was aus. Ich werde mal überlegen. Weil solange wir den Tiger hier haben, also ich finde, es ist eher so ein Tiger und nicht eine Katze, da können wir uns ja auch was Schönes überlegen. Vielleicht habt ihr ein paar schöne Vorschläge. So, was mit ihm? Ach ja, der Zen-Faulhuf. Was nun? Zens Aufträge, ihr seid bereit zu arbeiten, wie ich sehe. Ihr habt Glück, denn es vergeht kein Tag, an dem ich mir nicht wünschte, eine junge Jägerin wäre hier, die mir zur Hand geht. Wisst ihr, Alexiel, ich kann euch zu eurem Glück verhelfen und mit Dingen versorgen, von denen ihr nie zu träumen wagtet, denn das... Damit dies jedoch geschieht, müsst ihr mir gewisse Dinge beschaffen. Meine Angelegenheiten im Wald erfordern oft gewisse Reagenzien. Bringt mir Nachtsäbler, Fangzähne, Strigit, Eulen, Federn sowie Proben der Waldweberspinnsei. Das soll uns unser Geheimnis bleiben, Nachtelfe. Ob der wohl so nett und gut ist, ich weiß es nicht. Aber er hat uns eine Menge hier gerade zu tun gegeben. Und deswegen können wir das eigentlich auch nochmal machen hier. Da hier eh die Spinnen in der Nähe sind. Und wir sind tatsächlich auch schon ein bisschen schneller hier geworden, merke ich. Weil wir ja schon Stufe 5 sind. Da ist es auch schon Waldweber, Spinnenseide. Blaue Kreise, natürlich das Gebiet, wo man was zu erledigen hat. So, der will auch noch mal was finden. Ich glaube, von dem brauchen wir die Krallen oder Zähne oder... Ich weiß es halt gar nicht. Nach der Fangzahn. Ja, okay. Wir brauchen die Zähne. Ja, nee. Das arme, arme Tier. Ich bin außer Reichweite. Ja, gleich nicht mehr. Kommen wir schnell angedüst. Gott sei Dank haben wir unseren kleinen Freund, der uns immer hilft. Dann ist das alles halb so wild. Eins von zweien. So, der da hinten muss auch noch mal dran glauben. Müssen wir noch mal ein paar Eulen jagen. Jawohl, zwei. Die brauchen wir nicht mehr. Aber die Eule brauchen wir. Komm her, Eule. Oh oh, jetzt haben wir beide angegriffen. Das ist nicht gut. Komm, wer ist schneller tot? Die Eule oder wir? Solange unsere Katze lebt, ist das in Ordnung. So, jetzt schnell. Komm. Kriegen wir hin. Ohne sterben. Du darfst gerne dich beeilen. Und dann noch nicht mal für die Mühe. Wie ärgerlich. Noch können wir das nämlich nicht heilen, unser Tierchen. Das ist zu weit entfernt. Na komm. Wir wollen deine Federn. Dafür müssen wir dich natürlich töten. Nicht, dass man so eine Feder auch
bestimmt bei denen der Eulenmasse irgendwo im Gras finden würde. Nein. Müssen alle direkt getötet werden. Ich glaube, das gibt es auch irgendwo mit Bären später. Irgendein Quest war da. Super. Jetzt brauchen wir noch von der Spinne was. Kriegen wir hin. Irgendwo läuft hier bestimmt noch so eine olle Spinne rum. Ja, was wollte ich sagen? Genau, später mit Bären oder irgendwas war da, mit, wo man dann auch Haare von denen einsammeln sollte. Und da habe ich mich auch gefragt, so okay, warum muss man jetzt komplett einen Bär töten, nur um irgendwie 2-3 Haare von denen zu kriegen. Das fand ich schon, naja, bedenklich. Aber gut. Gibt ja genug Tiere hier. Spinnen, wo seid ihr? Da ist eine. Ich bin außer Reichweite. So, komm mal her, du. Kleine Spinni. Und wehe, du lässt jetzt nicht die gute Spinnenseide fallen. Ne, dann bist du selber schuld. Dann war dein Tod auch noch umsonst. Aber sie hat für uns das gegeben. Jetzt geben wir das ab. Dann haben wir es geschafft. Und dauert aber noch bis zum nächsten Level. Das ist dieser blaue Balken hier. Wenn der voll ist, ist Level up. Dauert noch ein bisschen. Ihr schon wieder? Wart ihr ein fleißiges Bienchen, Alexia? Ich warte darauf, dass sie mir das bringt. Was? Ja, bitteschön. Haha, wirklich hervorragend. Wer hätte jemals gedacht, dass eine Nacht für mir Zen-Faulruf meine Wünsche erfüllen würde? Selbst ich hätte es nicht geglaubt. Aber so geht es nun mal. Unsere so geliebte Welt ist doch voller Überraschung. Ein Hoch auf Naiven und Gutgläubigen. Der ist gemein. Warum ist der so gemein? Fasst mich nicht an. Okay, der ist voll gemein. Das merkt man schon an dem, was er da sagt. Da wird es aber noch eine Quest geben, da werden wir ihm wieder eine auswischen, soweit ich weiß. Und darauf freuen wir uns in den nächsten Parts von World of Warcraft, Leute. Bis dann!